Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Division. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start der Crazy Freak. Ja, wie ihr sicherlich merkt, er antwortet nicht. Das liegt einfach daran, dass das jetzt hier wieder eine Nachvertonung ist. Denn es hatte mal wieder der Teufel seine Finger im Spiel und hat uns einfach mal die Mikrofone geklaut. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, hat die Mikrofone nicht aufgenommen. Deswegen sitze ich jetzt hier und vertone nach. Oder nein, es waren sogar Fehler im Mikrofon, genau. Also es waren unsere Töne haben geruckelt, genau, das war's. Die waren schon an, aber man konnte es nicht richtig hören. Irgendwie war da ein Fehler. Na, ist egal. Auf jeden Fall hat der Crazy und ich sich mal rangesetzt hier und wollten Division weiterspielen, zu zweit. Ohne Revano, weil da ist ja jetzt zur Zeit, wie ihr ja wisst, fällt ja jetzt zur Zeit aus. Das machen wir dann auch. Aber wir haben dann, ich muss gleich am Anfang sagen, im späteren Verlauf, wir haben mal ein paar Parts aufgenommen und haben uns danach entschieden, dann doch lieber mit auf Revano zu warten, ehe wir das hier weitermachen. Weil es macht zwar zu zweit Spaß, ist klar, aber irgendwie fehlt dann eben der Revano an unserer Seite. Ne? Das ist vollkommen nachvollziehbar, glaube ich, wenn ihr den nächsten Part seht. Ja, ich suche jetzt hier gerade. Ich suche jetzt hier gerade eine Mission nach Level und bla bla. Nach der Stufe. Und deswegen ist immer so ein bisschen dazwischen gequatsche, was gerade ein bisschen doof ist, muss ich sagen. Wir müssen diesen ganzen Wohnblock säubern. Ich muss aber auch. Warte mal, Moment, jetzt kommt, glaube ich. Ich glaube, die Mission, die werden wir gleich machen. Hat sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung ausgesucht. Und Abels kennt jeder. Das könnte sogar Amherst's Ground Zero sein. Wir brauchen einen nicht mutierten Stamm des ursprünglichen Virus für einen Vergleich mit den Mutationen bei unseren Patienten. Und den finden wir nur auf den originalen Dollarscheinen mit dem Originalvirus. Was bedeutet, Sie müssen rüber zu Abels und so viele kontaminierte Geldscheine wie möglich herbringen? Richtig. So, ja, die Mission machen wir jetzt. Und wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Parts aufgenommen zu zweit, weil wir einfach das Spiel weiterzocken wollten. Aber es macht halt wirklich nicht so einen Spaß, wie wenn Revano dabei ist. Also es macht uns schon Spaß, aber es fehlt halt irgendwas. Und Revano, der war auch, hat sich halt auch gewünscht, dass wir lieber warten sollen. Und deswegen machen wir das. Das Spiel wird dann, wenn es weiterkommt, zwar schon irgendwo versenkt sein in irgendein. Also wird dann schon lange wieder. Das Interesse verloren haben, aber ja, macht halt so keinen richtigen. Also es macht schon Spaß, aber halt, es fehlt was. Und ja, bisschen geballer, ja, bisschen geballer. Super. Und ja, das werden jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Ich glaube 5, 6 Folgen werden das jetzt werden, die jetzt in den nächsten Tagen kommen. Die mit Crazy und mir sind. Und danach werden wir erstmal das Spiel, wie gesagt, nochmal auf Eis legen, bis der Crazy, bis der Revano wieder da ist. Und ja, wir steigen in der Zeit ein bisschen Level schon auf, logisch. Das muss halt der liebe Revano dann nachholen. Aber es ist halt nicht so viel von Belang. Es war halt dann auch unsere Entscheidung zu warten, dann lieber, wenn wir. Ich glaube, wir sind dann Level 12, 13 am Schluss. Und das ist, wenn du Level 10er nachziehst, ist es okay. Aber ich bin jetzt zum Beispiel im Singleplayer. Also Singleplayer sag ich schon. Mein anderer Charakter. Das schießt mir in den Arsch. Warum das? Ach, weil wegen Blut, denke ich mal. Ach so, ja, da habe ich rausgefunden. Hey, du kommst eine Blutspur, wenn ich anschieße. Komm. Da gab es eine Blutspur. Ja, auf jeden Fall bin ich mit meinem anderen Charakter schon Level 15 und da ist Crazy Level 9, 10 oder sowas. Und da ist das schon. Mein Gott. Da ist das schon. Schießen wir uns gegenseitig an, weil wir gucken wollen, ob wir Blutflecken haben. Und ja, auf jeden Fall kommt der Blutflecken, haben wir rausgefunden, war super. Und es ist schon echt dann schwierig, wenn man so ein Level 9
mit Level 15 nachziehen muss. Das ist echt verdammt schwer dann in solchen großen Levels. Weil die Gegner immer so stark sind wie der Stärkere. Also wieder mit dem höheren Level. Und dann ist halt immer der das niedrigere Level hat dann halt eine Arschkarte. Und deswegen haben wir uns dann nach der Session entschieden, immer jetzt weiter zocken oder so. Können wir noch mitmachen. So verschärft es auch ein bisschen den Schwierigkeitsgrad, muss man ja auch mal sagen. Es wird dann auf jeden Fall, wenn Rivano zurückkommt, schwer für ihn werden und für uns auch. Dadurch, dass dann Rivano wahrscheinlich ein bisschen schneller immer sterben wird. Und da hat er eigentlich dann auch sein positives. Hatte dann auch sein Positives, ne? Für euch, für uns. So ein bisschen, da wird es ein bisschen knackiger. Obwohl jetzt diese großen Level sowieso schon knackig genug sind, muss man echt sagen. Das Echo, ja. Holen Sie uns hier raus, bitte, wir tun alles dafür! Lassen Sie uns raus! Oh Gott, bitte! Diese Echo-Sachen sind immer so eine Sache. Ich finde das krass. Schön. Ja, aber The Division, man muss ehrlich zugeben, ich habe mich echt ewig drauf gefreut, auf dieses Spiel. Und es ist ein cooles Spiel geworden, keine Frage. Wir spielen es gern, also wir haben Spaß dran. Zumindest Rivale und ich. Ich weiß nicht, Crazy, da hat es ein bisschen gesuchtet, glaube ich. Mit einem anderen Char. Aber wir haben Spaß dran. Ich denke mal, die lange Pause tut auch gut. Aber es ist doch nicht den Erwartungen so treu geworden, wie es versprochen wurde von Ubisoft. Muss man ehrlich zugeben. Mir fehlt so ein bisschen der Survival-Effekt. Obwohl, jetzt sind ja schon wieder einige DLCs dazugekommen. Jetzt dieses Underground-DLC, das wir jetzt im Untergrund Missionen haben und sowas. Aber das ist alles erst ab Level 30. Oh, guckt mal, ich bin Level 11. Ne? Also es wird noch ein Stückchen sich hinziehen, bis wir dort sind. Und wir wollen das ja alles systematisch abgrasen. Das heißt für uns, es werden bestimmt noch viele, viele Parts werden. Ja, und das ist ja wurscht. Aber uns ist es eigentlich wurscht. Wir haben halt in der Sache die Bürde des Let's Players, ne? Das ist klar. Wir tragen. Ne, wie heißt das? Die Bürde des Let's Players, genau. Wir haben halt das Ding. Wir sind jetzt erst Level 11, weil wir eben immer nur zur Aufnahme zocken. Andere sind jetzt in dieser Zeit natürlich schon. Mein Gott. Da muss es viele Reiche geben. Diplomaten und Ausländer und so. Die wären leichte Beute. Mann, bist du irre. Warum breche ich denn die auf jetzt? Das ist wie in einem Kriegsgebiet. Und, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich spiele den, kommt trotzdem durcheinander. Wahnsinn. Ja, wir spielen halt nur, wenn ihr seid halt schon sonst wo im Level, aber wir spielen halt nur, wenn wir aufnehmen. Das heißt, so richtig wirklich hochleveln können wir halt nicht. Wir haben ja dann schon wieder, wo ihr zum Beispiel The Division gesuchtet habt, 3 Tage, 4 Tage nacheinander, haben wir schon wieder ein anderes Spiel nebenbei gezockt. Das ist halt nun mal so. Wir haben halt eben eine Let's Player, aber das. Boah, da ist wohl der Mann in eine Bombe reingelaufen. Der Hund ist weg. Der Mann auch, aber das ist komplett weggebrannt. Na, das sah ja jetzt cool aus. Das ist mir gar nicht mehr so in Ordnung. Ich muss dazu sagen, dass das hier schon ziemlich lange her ist, die Aufnahme, und ich jetzt ganz schön lange Zeit gebraucht habe, um das nachzuvertonen. Deswegen weiß ich so viel gar nicht mehr. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, das Level, was wir jetzt hier machen, werden wir natürlich nochmal mit Rivale wiederholen, dass er das Level auch weg hat, ist klar. Ne? Ich glaube, das werden wir dann sogar gleich am Anfang machen. Wenn Rivano wieder da ist, das, ja. Broadway Warehouse. Hier ruft mich jetzt Crazy zurück. Hier um die Geldscheine, mit denen unser Freund Amherst seinen ursprünglichen Virenstamm verbreitet hat. Wir wissen, dass er viel über Abels in Umlauf gebracht hat.
Mit etwas Glück müsste es da also reichlich kontaminierte Scheine geben. Und Zivilisten. Das Kaufhaus ist eines der größeren Flüchtlingslager, die wir überwachen. Ich will keine große Sache daraus machen, aber wenn Sie keinen Virusstamm für den Abgleich finden, können wir jede Hoffnung auf einen Impfstoff aufgeben. Also, dass das klar ist, kein Druck. Ja. Die hat mich crazy nochmal zurückgerufen. Hey, yo, du wolltest doch Schwierigkeitsgrad. Ich bin einfach reingerannt. Ja. Jetzt wieder Schwierigkeitsgrad auf schwer. Und los geht's. Ja, wie gesagt, mir fehlt hier bei dem Spiel, genau, da wollte ich auch noch was, ein bisschen der Survival-Effekt. Ich hoffe natürlich, dass dieser DLC, der noch kommt, dieser... Also wir haben uns ja natürlich den Season Pass geholt von dem Spiel, ne, weil wir feiern das Spiel ja trotzdem. Auch wenn es nicht das einhält, was es uns versprochen hat. Boah, eine Baller hier. Und ich muss hier auf meinen Kopfhörer ein bisschen leiser drehen, das Viech ja noch in Macke. Zwar hält es nicht das... Ich versuche mal bei den Ballereien so ein bisschen... Schneller zu sein, aber jetzt bin ich hier gerade voll im Text. Kann ja nicht schlecht sein, aber ich bin da auch wieder raus, wenn es ballert. Da ist der weg hier. Energie im Arsch. Nee, doch nicht. Wo hüpf ich denn so rum? Boah, ich bin so ein mieser Schütze, mal ehrlich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, war die vom ganzen Zielen her und so, war es echt auf PC. Noch mal ein Deut besser, muss man ehrlich sagen. Mit der Maus ist doch dieses Zielen und alles schon deutlich besser. Also, das macht's halt, ne? Der PC macht da halt wieder das wieder gut bei solchen Shootern oder so. Das ist dann schon weitaus positiv. Aber naja, wo liegt denn halt die Priorität, ne? Das ist es halt. Immer die Entscheidung, hole ich es auf PC oder hole ich es auf PS4? Da liegt halt die Priorität lieber bei der PS4. Da verzichtet man halt so ein bisschen auf Grafik vielleicht, obwohl die Grafik ja hier auch schon mega geil aussieht. Verzichtet man so ein bisschen auf Grafik und vielleicht auch auf Steuerungsdefizite, weil es einfach dann logischerweise solche Spiele dann mehr Spaß machen mit mehreren Leuten. Und auf PC habe ich halt eben, ja, nicht so wirklich die Möglichkeit, mit vielen Leuten zusammenzuspielen, beziehungsweise schon mit Leuten zusammenzuspielen, aber nicht Leute, die eben aufgenommen werden wollen. Und deswegen macht es dann schon auf Konsolen viel mehr Spaß. Und man muss sich dann halt eben auch bei solchen Spielen keine Sorgen machen. Über Grafik, Nachrüsten, Grafikkartengedöns und bla bla bla. Ja, genau, was ich noch vorhin sagen wollte. Jetzt kommt ja dieser Survival-DLC irgendwann. Ich hoffe natürlich, dass es damit etwas wettmacht. Weil für mich war immer das ausschlaggebende Division, Riesenwelt, man rennt hier rum gegen menschliche Feinde oder hier halt eben, wie es halt hier ist. Survival, Crafting und bla bla, Crafting ist drin, aber mir fehlt das Survival-Feeling. Mir fehlt einfach dieses, hey, ich muss essen und ich muss trinken. Irgendwie sowas, also es ist zwar dabei, aber das füllt ja nur Energie auf oder macht irgendwelche Punkte, bla bla bla. Und ich hoffe, dieses Survival, das macht einiges besser. Ich hoffe, dieses Survival-DLC, was kommt... Bin ich echt mega in der Hoffnung, dass das, Temperatur steigt. Erhöhte Kohlendioxidwerte gemessen. Dass das hier einiges besser macht, an den Versprechen wieder reinholt, dass der Ubisoft da irgendwie... Ich hatte Einblick mit den Bauplänen für den Fall, dass Sie sie brauchen. Berechnen Route zur Steuerzentrale des Brandschutzsystems. Ja, genau. Ich habe wieder mal verquatscht. Und... Weil das war bei mir das Erste, was ich gedacht habe, es wird ein Survival-Spiel. Survival und bla bla, weil ist ja nun mal die Zeit des Survivals, ist normal. Es bleibt auch. Es ist, wenn du so ein Survival-Fan bist wie ich, dann guckst du immer auf irgendwie so solche Punkte halt. Survival, Essen, Trinken und so, Craften, alles muss dabei sein. Und hier ist halt, naja, es hat sehr viel logischerweise Rollenspiel, ne? Oder MMO oder wie man die ganze Sache da halt schimpft. Und der Survival-Aspekt bleibt halt so ein bisschen bei der Strecke. Obwohl es damals angepriesen war. Aber, was willst du machen? Und ich hoffe natürlich, mit dem Survival-DLC machen sie einiges wieder wett. Und dann macht das Spiel natürlich noch mehr Gaudi, wenn da irgendwie sowas... Mal gucken, ich lasse mich mal überraschen. Auf der E3 wurde es ja irgendwie vorgestellt. Survival-Plag-Gedöns. Aber was da direkt beinhaltet, habe ich entweder nicht mitbekommen, habe es vergessen oder... Keine Ahnung. Wir müssen das mal anschauen. Auf jeden Fall sah es sehr interessant aus. Ja.
Was machen wir denn hier? Ein brennender Weihnachtsbaum. Das ist nicht so schön. Achso, wir suchen Kisten. Das kann natürlich sein, dass ich hier deswegen rumrenne. Ich könnte mal nachladen, sehe ich gerade. Das ist mir aber wahrscheinlich im Spiel nicht aufgefallen. Wahrscheinlich, sage ich noch. Es ist mir nicht aufgefallen. Aktives Echo-Signal geortet. Oh, genau, ein Echo. Na, dann machen wir das Echo, ne? Dann machen wir. Meine Süße sagte Tanzanit. Und sie so etwas? Sag mir, dass dir die Uhr nicht gefällt. Na los. Es tut mir leid, meine Kreditkarte funktioniert nicht. Das ist kein Problem. Bitte schön. Und $9.20 zurück. Frohes Fest. $1.20 zurück, Mensch. Ja, das Echo. Manchmal frage ich mich bei den Echos echt super schön. Aber was ergibt das jetzt hier für einen Sinn? Aber was willst du machen? Kannst du machen nichts? Musst du gucken zu? So, komm, such jetzt die Geldscheine. Rennt hier nicht so dämlich rum. Wer spielt denn das überhaupt? Ist ja schlimm mit denen. Die rennen hier total unkoordiniert rum. Wahnsinn. Nussknacker liegt hier rum. Ja, lauf doch ins Feuer, Onkel. Trottel. Mich wählt ja aber auch dieses Ausrufezeichen und hier zack, so. Jetzt geht's wieder da hinten. Hä? Jetzt geh ich wieder dahinter. Pass auf. Jetzt geht's dahinter. Und kaum gehe ich dahinter, geht's wieder zack, ist es wieder vorne. Ja. Hier geht's lang. Ach genau, hier hat Crazy mich gerufen. Hier geht's lang. Jo. Ab in den Keller. Ich habe die Waffe gewechselt, auch clever, anstatt ich mal nachgeladen habe. Nee. Aber wenn man sich das nach so einer Zeit mal ein bisschen anguckt, dann sieht man erstmal, wie verblödet man sich verhalten hat. Wieso hat er sich das jetzt versteckt? Weil es geknallt hat? Düdel, düdel. Ah! Sau, bin ich auch erschrocken. So. Ist geheilt, okay. Ah, in der Agierin. Es piept schon wieder. Warnung. Brandschutzsystem aktiviert. System in oberen Etagen markiert. Crazy jetzt erwischt. Toll. Machen Sie weiter. Ich schaue auf den Plänen des Systems nach, wo es manuelle Zugriffspunkte gibt. Mach das mal. Denken Sie daran, Agent. Sie müssen Geldscheine mit dem ursprünglichen Virenstamm einsammeln. Kontrollieren Sie alles. Registrierkassen, Sammelbüchsen, die Trinkgeldkasse im Café. Suchen Sie alles ab, wo Bargeld sein könnte. Ich habe einen Dietrich mitgebracht und ich werde ihn benutzen. Ja, eine Gasmaske. Wunderschön. Na? Sitzt sie auf? Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich muss natürlich immer gleich ins Inventar hüpfen und muss unbedingt alles inspizieren und ja, hab doch was Besseres an. Ne? Und so ist es halt, ne? Ja, es ist schlechter. Du kannst wieder rausgehen. Was mache ich denn nur? Ich glaube, ich gucke die Lebenspunkte, Brandwiderstand und sowas an. Es war schlechter, es war vorauszusehen. Boah, wenn man so zuguckt, da merkt man erstmal so, wie verblödet man sich anstellt. Das ist der Wahnsinn. Da fühlt man sich so richtig als Zuschauer. Mach nochmal, mein Gott, was machst du denn jetzt schon wieder? Wunderschön, jetzt sitze ich die ganze Zeit auf der Waffe. Aber ich werde schon irgendwas zu sagen haben gerade. Gerade, Entschuldigung. Sogar im Steering ist wieder durch. Sehr schön. Hast du fein gemacht, Onkel. Geh wieder raus aus dem scheiß Menü. Ja, okay, wenn man jetzt natürlich das noch hört, was man so sagt, das ergibt dann schon deinen Sinn.
Aber wenn man jetzt so einfach zuguckt, würde tun, mein Gott. Mach schneller. So, ja, schön. Jetzt bin ich wieder in den Raum gegangen, wo wir vorher waren. Das war clever. Ah, da. Gut. Auffüllkiste. Ich bin voll. Super. Ja, Geldscheine suchen. Hopp, hopp. Raus. Jetzt suchen wir gerade. Ach ja, genau. Jetzt suchen wir gerade Geld. Oh, das sind Leute. Was für ein Albtraum. Wir machen die ganze Arbeit und da findet man einen Albtraum. Test auf Viruskontamination negativ. Da war keiner mit Virus. Das kann man, glaube ich, hochlaufen, ne? Diese Spreng, genau. Da macht das auch mal. Und das da ein Hund gebellt. Ich weiß natürlich, dass das kein Hund war. Viruskontamination negativ. Ich hab's ja gespielt, ne? Ach ja, ist das schön, mal sich süß zu gucken. Ja, schon wieder. Plöpp. Plöpp. Hunde bellen. Crazy Kid gerade abgezogen. Ah, da hinten ist eine Ballerei. Okay, und jetzt geht's wieder. Oh. Und alles Tote. Und los geht's hier. Und dann ein bisschen Ballerei. Na, endlich. Oh, ich ziehe immer vorbei. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß, dass ich hier ein schlechter Schütze bin. Ich brauche unbedingt mehr Stabilität in der Waffe. Die Waffe ist so, ist ganz gut. Zieht doch ordentlich ab, muss man sagen. Aber der hat so einen Rückstoß. Wahnsinn. So. Läuft das mal einer? Oh. Flammenwerfer. Ja, jetzt bin ich selber beim Kampf konzentriert, obwohl ich nur zuschaue. Ja, genau, hast du gut gemacht, du hast schön auf den Kanister geschissen. Ich hab zugestunken, da ist er hochgegangen. Haha. Ja, super schön. Ja, wunderschön, dieses Maschinengewehr. Dieses kleine. Ja, da habe ich die. Ja, baff. So, schön erwischt. Das macht echt Fun mit den Leuten, die Leute hinten die Container abzuschießen. Das ist irgendwie lustig, dass sie dann hochgehen, oder? Ein Boss, ein Gelber. Hat die doch schön erwischt. Mensch, das ganze Magazin reingebümmt. Brennend. Schön. Hat er schön erlegt. Schön. Ich hoffe, die Cleaners fackeln nicht alles ab, bevor sie diese Geldscheine gefunden haben. Selbst wenn nicht, extreme Hitze zerstört DNA.
Ab etwa 95 Grad Celsius brechen die kovalenten Bindungen und dann löst sich die Doppelhelix auf wie ein billiges Abschlussballkleid. Ein Grund mehr, sie in Schach zu halten, Agent. Wie gesagt, kein Druck. So. Die Meute gekillt. Jetzt wird nochmal. Jetzt renne ich natürlich nochmal rum, um zu gucken, ob irgendwo Kisten sind. Und da war auch was. Und ich renne einfach weiter. Ach nee, doch nicht. Na, also, da war's doch rechts. Was ist denn los mit dir? Ein leichtes Maschinengewehr. Und was kriegt man denn hier raus? Mit bestimmt wieder Medipack oder sowas. Ach nee, bestimmt wieder Mineralwasser, so ein Scheiß, was ich nicht einsammeln kann. Ja, das ist nämlich auch so eine Sache, das ist, warum ich dieses Zeug nicht benutze, diese Perks und sowas. Das würde vielleicht das Leben ein klein wenig erleichtern, wenn ich mal solche Sachen essen und trinken würde, oder Spezialmunition einsetzen würde. Aber das tue ich nicht. Führt kein Weg rein, ich vergesse es einfach. Virus-Kontamination negativ. Und der nächste Geldschein ist auch wieder negativ. Ja, ich bin Kistenlooter und er macht halt den ganzen Mist. Das ist er nimmt den nächsten Geldschein und? Test auf Virus-Kontamination negativ. 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 Ach, hier krieg ich wieder ein Medi. Ich bin doch echt wie so ein kleiner lootgeiler Typ hier. Renn ich hier rum und mach nur die Sachen und lass die Mission links liegen. Obwohl es ja eigentlich auch besser ist. Jetzt hier. Ein Hundebellen. Ein Hundebellen. Was will denn hier ein Hund? Dem Plan zufolge müsste da irgendwo eine manuelle Zugriffsmöglichkeit sein. Jetzt kommen hier noch welche. So was Kaputtes. Wie kann man so eine Alarmanlage hinmachen? Hä? Die klingt wie ein Hund. Ne. Haben wir uns echt überlegt, ist da jetzt ein Hund? Wie lange der Part noch geht. Ich möchte ja nicht länger kommentieren, als der Part geht. Warnung. Größere Viruskonzentration entdeckt. Bingo. Dann müssen unsere infizierten Geldscheine in der Nähe sein. Halten Sie die Augen offen und lecken Sie sie nicht ab. Ja. Man lässt uns aber natürlich wie immer nicht in Ruhe. Warnung. Brandgefahr entdeckt. Ich habe einen anderen manuellen Zugriffspunkt auf das Brandschutzsystem gefunden. Ich schicke Ihnen den Standort. Also wir haben uns schon gedacht, das ist ein Puppenhund oder sowas, aber das ist so ein dämlicher. Ihr kennt doch die kleinen Hunde, die, wenn du auf den Knopf drückst, so wah, und so genauso macht das Scheißding. Feinde in der Nähe entdeckt. Okay, jetzt geht's geballer wieder los, liebe Freunde. Werden wir es schaffen? Oder werden wir dahin raffen? Wir werden es sehen. Ja, Crazy ist mal wieder voll im Geschehen. Ja, das ist typisch Crazy. Typisch Crazy. Wenn es Ballerei gibt, dann stolpert der da rein. Da kann der gar nichts machen. Man hört mir immer bis sagen. Ja, den musste ich jetzt niederhauen. Den musste ich jetzt einfach niederballern. Ich habe eine blutende Wunde. Ich sehe schon sehr verschwommen. Oh, ein blauer Loot. Ein blauer Loot. Da ist blauer Loot. Ja, das MG hat gute Arbeit geleistet. Angelchen, warum wirfst du denn keine Granate? Oh, schön erwischt. Ach, wieder auf den Minister getroffen. Boah, Alter. Das sind immer die Schlimmsten, diese komischen Nahkämpfer.
Am Anfang macht man sich noch lustig. Köpel, der kommt mit Knüppel zu einer Schießerei, aber. Ah, ja, gute Idee, Engagement. Gute Idee, hast du fein gemacht. Sehr gut überlegt. Sehr gut. So. Ich glaube, die Gefahr ist langsam gebannt. Das ist jetzt noch der letzte Rest von dem Gegner, von der Gegnerschar. Wow, da ist ja doch noch einer. Und mich erwischt natürlich mit der Feuerstrahl. Scheiße. Also die Schießereien, die sind echt immer geil im Spiel. Das muss ich sagen. Die sind immer abwechslungsreich. Passiert immer was anderes, auch wenn es immer nur Ballern ist gegen irgendwelche Gegner. Aber die... Man braucht halt Zusammenarbeit und so. Das ist ganz wichtig und es ist irgendwie immer irgendwie cool. Und ich muss auch sagen, jetzt wo ich hier so zugucke, es lässt sich auch echt gut zugucken. Spannend. Auch wenn die Gegner 25.000 Magazine brauchen, um umzukippen. Und ich hier leider plus 24.000 habe. Handywerbung, habt ihr es gesehen? Und der Gelbe ist da. Und jetzt geht er wieder hoch. So, zwei Gelbe noch. Ja, vorbeigehuscht. Da kann man natürlich genau mal fein. Was ist das nun? Ja, schön gemacht. Der Kill. Ja. Das war gut. Das war gut. So, der letzte aus der Gruppe. Komm mal schön hoch. Wunderschön. Ich will nicht darauf herumreiten, Agent, aber ich brauche dieses Geld. Intakt. Bei Zimmertemperatur. Keine verbrannten Ränder. Verbrannt heißt Hitze und Hitze heißt runter mit dem Ballkleid. Und vermeiden Sie dabei, getötet zu werden. Verbrannte Agenten helfen uns auch nicht weiter. Ist schon krass, ne, wie eiskalt die da sind. Ja, sind gerade übelste Ballerei und mega übel. Und kaum ist die Ballerei überstanden. Ja, jetzt machen sie mal hin, ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir so rumwerfen. Ah, wechsle ich jetzt die Waffe? Ne, die ist zu schlecht. Sie ist zu schlecht. Warnung. Oder wechsle ich? Viruskontamination bestätigt. Ich weiß es nicht. Habe ich die jetzt hier gewechselt? Ich glaube, ich habe überlegt, wenn ich jetzt die P416 mit meinen Sachen bestücke, dass ich dann, glaube ich, eine bessere rausbekomme. Weil die Werte erhöhen sich ja nochmal, wenn du die ganzen Teile anbaust. Ich glaube, ja, ich wechsle die jetzt. Weil das Abbauen an der Waffe, das ist klar. Probieren wir das mal aus. Wo ich aber ehrlich zugeben muss, dass es vielleicht im Nachhinein besser gewesen wäre, hätte ich die Waffe behalten. Was willst du machen? Und somit bauen wir unsere Waffe auf. Guck, 3000 HP ist auf jeden Fall stärker als die andere Waffe, deswegen werde ich die behalten. Und ich, Vollidiot, was mache ich? Ich glaube, zerlegen durch die sogar. Ne, mache ich nicht. Gut. Das ist natürlich schön. Halten Sie die Augen offen, Agent.
Angehörige der JTF haben gerade das Eintreffen weiterer Cleaners beobachtet, während sie oben beschäftigt waren. Na super. Gehen Sie ihnen aus dem Weg. Ich weiß, aber das sollte erstmal die letzte. Wir brauchen diese Scheine. Fabrik neu, sozusagen. Das Gequake. Ja, das sollte aber jetzt erstmal das ganze Geballer dieses Parts sein. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Ja. Sie verlassen und das kontaminierte Gebiet. Wir werden jetzt sicherlich erstmal den Part beenden. Und morgen geht's dann. Morgen? Nee, also am nächsten Part geht's dann natürlich weiter mit den. Mit unseren Stimmen. Ne? Also das war jetzt hier bloß der eine Part. Danach ist es mir aufgefallen und ich habe mich geärgert wie Sau. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Nachkommentieren hat mich weiter gestört. Ich hoffe, das hat euch gefallen trotzdem. Hat euch gefallen trotzdem, Alter. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Part.